2, 4, 6, 8, 10, reicht. Guten Morgen. Guten Morgen, das steht Top 1. Boah, das ist voll gut. Echt, ihr seid so müde Trantüten. Ah, guten Morgen. Ja, fast gut. 10.07 Uhr, wir sind genug Leute und können anfangen mit unserer Fraktionssitzung für den heutigen Tag. Ich hoffe, dass ich das jetzt hier hinkriege mit dieser Technik, die mir der Grumpy gestellt hat. Weil der Grumpy gleich kurz weg muss. Der hat nämlich einen Zwischentermin und kommt dann aber wieder. Ich stelle fest, wir sind 15 Leute, wir sind beschlussfähig und fangen an mit Beschlussfassung über nicht öffentliche Teile. Wir haben eine Anmeldung dafür. Das ist eine Personalie, angemeldet von Hartmut Grumpy. Ich hätte noch einen zweiten, ganz kurzen Teil, wirklich nur 5 Minuten. Mehr wird das auch nicht. Zum Thema, was ich letzte Woche gemacht habe. Kurze Information. Ja, intern. 5 Minuten reicht. Gibt sonst noch jemanden, der einen nicht öffentlichen Teil möchte? Der Lukas. Wie lange? Und warum? 5 Minuten strategisches Plenum. Kurze Erinnerung, morgen früh, 9.30 Uhr. 15 Minuten strategisches von Lukas fürs Plenum. Trotzdem die Erinnerung, morgen 9.30 Uhr hier im Fraktionssaal treffen. Damit wir das schon mal gesagt haben. Gibt es noch jemanden, der nicht öffentliche Teile, irgendwas? Der Daniel möchte eine halbe Stunde draus machen, aber. Wir werden wieder länger für die nicht öffentlichen Teile brauchen. Das ist halt jedes Mal so, lernen wir aber nicht mehr. Gut, dann mache ich das jetzt mal so. Da die Tagesordnung das sonst hergibt, sage ich jetzt, wie sieht's aus mit der Abstimmung über einen nicht öffentlichen Teil ab 12.30 Uhr? Dann kann es uns egal sein, ob der 35 Minuten oder 60 Minuten dauert. Gibt es jemanden, der sich dagegen ausspricht? Das ist nicht der Fall, dann machen wir das so. Also nicht drei, die drei nicht öffentlichen Teile, wir fangen 12.30 Uhr damit an. Ja, dann viel Spaß. Gut, Top 2, Bericht des Vorstands der Pressestelle. Ich würde mit der Pressestelle anfangen. Jens. Guten Morgen, ich mache es kurz. Plenum. Sonst steht diese Woche natürlich nichts auf der Tagesordnung. Bitte schickt uns wieder alles, was ihr habt. Gleiches Spiel wie immer. Ich habe gerade die Umfrage von dem Deutschlandradio nochmal an die Anwesenden MDL verteilt. Bitte an mich zurückgeben. Ich hatte darauf mehrfach hingewiesen. Und die anderen, die nicht hier sind, die werde ich mir in den nächsten Tagen greifen. Du hast das schon ausgefüllt. Die noch offen sind. Genau. Ansonsten, wir bereiten noch ein bisschen nach die Helferkonferenz, stellen die Protokolle zusammen, bereiten die USB-Sticks vor und werden die dann bald versenden. Dann steht das KVT an, da sind wir so ein bisschen in der Kommunikation und auch peripher an der Orga mit beteiligt, aber ansonsten Themen, diese Woche Netzneutralität natürlich, wir hatten hier die Demos, da haben wir was zu gemacht, Datenschutzkultur an Schulen, unser Antrag, da haben wir was zu gemacht und natürlich Freitag der runde Tisch Breitbandausbau, großes Thema. Aber die Themen werden uns ja teilweise dann auch diese Woche noch weiter beschäftigen. Ja, so viel von mir. So, eine Sache. Jaroslav hatte ja netterweise noch mal so ein Reminder und eine kleine Aufforderung umgeschickt zum Thema Antragsvideos. Es wäre ja mal ganz schön, wenn wir auch einen Antrag mal videotechnisch begleiten. Leider kam 0 Rückmeldung. Ich schmeiße das einfach hier mal in die Runde, sodass wir leider plenartechnisch videomäßig da nichts in der Pipeline haben. Dann gebe ich für den anderen Bericht mal dem Hartmut das Wort. Ich habe verstanden, mit vollem Mund.
In dieser Woche wird der Hardware-Austausch weitestgehend erledigt sein. Dann hätten wir diesen Punkt abgearbeitet. Hinweis zu einer Ausstellung. Es wird die Ausstellung Die Opfer der NSU, die wird hier im Landtag stattfinden, bei uns im Foyer. Und zwar wird sie vom 19.01. bis zum 15.02. stattfinden. Es wird eine Eröffnung geben und es ist auch ein Vortrag geplant. Dafür ist im Augenblick angedacht, denn der 29.01., das muss aber noch genauer vereinbart werden. Viertes KVT, hat der Jens schon darauf hingewiesen. Dann haben wir ein paar organisatorische Vorarbeiten für die Einrichtung der Kernarbeitskreise gestern geleistet. Wir haben gestern die Referentenrunde ein bisschen vorgezogen, damit wir etwas Zeit haben. Und wir haben schon mal die organisatorische Leitung und die Stellvertretung dieser organisatorischen Leitung festgelegt. Und zwar das aktuelle Wendethema wird Christopher Schrage und Tom Odebrecht übernehmen. Transparenz wird Lara Schartau und Sebastian Strauch übernehmen. Demokratie und Menschenrechte Jan Kleine und Hilmar Schulz. Und Digitale Revolution Andrea Spiller und L. Austin. Da wird es aber heute noch mal ein Schreiben an alle geben. Wir haben auch festgelegt, obwohl es die Klausurtagung hier gibt am Montag, werden die Kernarbeitskreise stattfinden, damit die sich einfach schon mal ein bisschen einüben. Das kann ja nicht schaden. Das war's. Danke, Hartmut, dafür. Es ist total nett, dass du die Namen gleich nochmal... Nee, müssen die ins Pad? Nein, die müssen eigentlich nicht ins Pad. Wir haben gerade entschieden, dass sie nicht ins Pad müssen. Aber rumschicken wäre natürlich toll. Kommen die denn hin? Die werden rumgeschickt. Oder möchtest du, dass die Mitarbeiter im öffentlichen Pad stehen? Kannst du dir jetzt aussuchen. Soll ich ein Meinungsbild abfragen? Intern werden wir Bescheid sagen. Also muss er jetzt nicht die Mitarbeiter ins Pad schreiben. Mit vollem Namen und so. Ihr wisst schon. Dann sag. Nee, ich verstehe sowas nicht, aber ist egal. Es gab auch keine... Doch, jetzt will ich wohl was. Also, wenn wir das schon machen, das kriegt man ja sonst auch nicht mit. Das ist ja irgendwie blöd. Also, ich bin sehr wohl der Meinung, dass man sowas im Protokoll festhalten kann. Da müssen selbstverständlich nicht die vollen Namen letzten Endes reinstehen. Das ist mir aber nicht wirklich wichtig. Wichtig ist, dass diese Dinge dokumentiert werden. Und da möchte ich einfach an der Stelle auch die Kritik äußern. Also Hartmut hatte die Infos zu den Kernarbeitskreisen ja nochmal auch uns zur Kenntnis rumgeschickt, was wir beschlossen haben. Lukas hat zum Beispiel dazu nachgefragt, ob die jetzt auch gestern dann schon stattfinden. Zumindest auf der Liste gibt es dann dazu keine Antwort mehr. Ich habe jetzt nicht noch mich irgendwie ans Telefon zum Beispiel begeben und irgendwie Menschen angerufen, weil das irgendwie, ich finde sowas sinnlos. Ich hätte mir gewünscht, dann einfach noch mal eine kurze Info zu geben, das, was du ja jetzt auch gesagt hast, also wir starten halt nächste Woche. Ich weiß nicht, ob du gestern dann noch schon den Infostand letzten Endes hattet, oder vermutlich ist das in der Vorstandssitzung gewesen, aber ich glaube, da können wir wie an so vielen Stellen ein klein wenig an der Kommunikation arbeiten, da gibt es weniger Rückfragen und weniger Missverständnisse. Gibt es dazu eine Antwort oder der Frank? Ich kann es jetzt gerade hier, weil ich Papier vor mir liegen habe, nichts Digitales, nicht verifizieren. Ich bin mir relativ sicher, dass ich Lukas Anfrage gestern beantwortet habe. Ich gehe davon aus, auch an die Liste und nicht, sonst hätte ich mich verdrückt. Ich würde nichts geheim halten wollen. Und ich glaube, bisher haben wir auch die Sachen an entsprechender Stelle dokumentiert. Aber da manches nicht immer einfach aufzufinden ist, wir kennen das von der Partei, irgendwo steht es und es wird definitiv dokumentiert. Alles. Gut, ich würde jetzt einfach mal aus Hartmuts Nicken gerade auch rauslesen, dass das jetzt als Arbeitsauftrag mitgenommen wird, es wird verteilt und ja. Gut, hast du sonst noch was, Hartmut, oder war es das? Alles klar. Gibt es da Rückfragen zu? Außer die wir gerade sowieso hatten, zu den anderen Themen. Das ist nicht der Fall. Dann kämen wir jetzt zu Top 4. Vorbereitung, Plenum, Redner und Abstimmungsempfehlung. Nee, Moment, Entschuldigung. Top 3 sind wir erst. Umlaufbeschlüsse. Jetzt habe ich es hier verbrezelt mit diesem Timer. Also Top 3 Umlaufbeschlüsse. Es gab einen Umlaufbeschluss, der hatte zu wenig Zustimmung. Den müssten wir jetzt in dieser Phrase behandeln. Ich glaube, da möchte die Moni etwas zu sagen.
Ja, der hat sich insofern erledigt, weil das ja so ein bisschen durcheinander war, ob der überhaupt ins Plenum kommt. Kommt der aber jetzt nicht, weil die CDU da an dem einen oder anderen Satz noch was ändern will. Ich würde den jetzt gerne einfach zurückziehen und wenn die Änderung da ist, dann den geänderten Antrag noch mal zur Abstimmung stellen. Entweder hier in der Phrase oder im Umlauf, je nachdem, wann der dann kommt. Ich möchte nur kurz zur Klärung beitragen, weil gestern stand er noch in der Tagesordnung. Auf der Landtagsseite. Aktuelle Tagesordnung. Ich frage nur nach, weil mich hat das gestern verwirrt, weil ich habe genau über das Thema geredet mit jemandem und ja. Ich frage nur, ob du irgendwo eine Vorgehensweise weißt, ziehen die den jetzt noch zurück? Also ich meine, eigentlich also steht der ja auf der TO. Wo steht der denn? Dann habe ich den nicht gesehen. Also ich weiß nur, dass der Grampin mir nach der PGF-Runde gesagt hat, dass der nicht auf die TO kommt. Ich habe natürlich die TO jetzt auch nicht danach abgesucht. Ich gucke selber. Wenn er den Titel hat, im Umlauf steht er dann. Okay, ich mache erstmal weiter. Ich suche den. Dann wäre jetzt top. Also, Moment, den Umlaufbeschluss, also du würdest den einfach zurückziehen jetzt, dann brauchen wir den ja gar nicht abstimmen. Ja, dann warte mal jetzt eben noch einen Moment. Okay. Also, da würde mich jetzt sehr wundern. Ich gucke aber. Okay, okay. Wo war der denn? Ich finde den nicht. Dann ist er auch nicht da, wenn Uli den nicht findet. Außerdem bin ich tatsächlich gegangen nach denen, die noch keine Redner haben. Wenn sich jemand als Redner eingetragen hat, wäre das auch. Also ich finde ihn jetzt auch nicht mehr. Gestern stand er noch drauf, er scheint irgendwie jetzt verschwunden zu sein. Ich finde ihn auf jeden Fall nicht mehr wieder. Dann wäre das geklärt. Gut, gibt es sonst noch was zu diesen Umlaufbeschlüssen? Hat jemand irgendwas beizutragen? Nein, das ist nicht der Fall. Dann kommen wir jetzt zu Top 4. Also, der Form halber, Moni, du ziehst den zurück, ne? Ja. Gut. Also, dann kommen wir jetzt zu Top 4, Vorbereitung, Plenum, Redner, Abstimmungsempfehlungen. Dazu muss mir, kann mir irgendjemand sagen, wie ich dieses Chat... guck mal. Nee. Grumpy hat hier komische Dinge an seinem Rechner. Naja. Okay. Plenarpad. Wir sind das gestern in der Referentenrunde durchgegangen. Wir erst von oben nach unten nochmal durch. Top 1 hat Rednerin, Referentin fehlt. Simone meldet sich. Ja, ich sehe jetzt gerade erst, dass, obwohl sich ja die FDP verzweifelt gewehrt hat, doch deren Antrag in Verbindung mit der Aktuellen Stunde gemacht wird. Sehe ich das richtig? Ja. Weil es hieß... Wenn ich kurz darf. Bitte. Es sind zwei aktuelle Stunden. CDU und FDP hatten inhaltsähnliche Anträge. Aber da steht jetzt trotzdem. Guck doch bitte mal weiter ab Zeile. Guck den Top 2 37, da steht neu in Verbindung mit Top 2. Ups, Entschuldigung. Danke. Also das wäre dann... Alles klar. Das ist jetzt wieder mal völlig anders. Okay, seit wann ist das bitte? Vermutlich seit heute Morgen. Ja. Danke, Frank. Genau das war meine Frage erstens. Und zweitens würde sich ja dann... Also es stand gestern schon so da drin. Wir haben das gestern so in der Referentenrunde besprochen. Aber hier steht seit gerade, da schreibt gerade jemand. In Zeile 56. Haben die PGFs über Nacht, danke schön. Gut. Wir haben da gestern zusammen drüber geredet. Das kann ich dir sagen. Nein, über die beiden aktuellen Stunden von CDU und FDP, aber nicht über den Antrag Tagesordnungspunkt 2 der FDP, der explizit von der FDP gesondert behandelt werden sollte. Das sind zwei unterschiedliche Sachen, Michel. Da haben wir auch gestern drüber geredet. Okay. Ich wollte jetzt ganz kurz nur, weil du hast es gerade auch erst gesehen, dass du, wenn du natürlich dann auch noch über den FDP-Antrag redest, dass du natürlich zeitlich den Raum nehmen sollst, den du brauchst. Und was dann noch über ist, mache ich das, worüber wir gesprochen haben. Danke. Also wir haben da gestern drüber gesprochen, dann stand der gestern an einer anderen Stelle in der TO. Das weiß ich jetzt nicht mehr. Ich weiß nur, dass wir über den Antrag geredet haben. Alles klar, dann ist er jetzt Top 1 mit in Verbindung. Daniel. Ja,
zwei Dinge dazu. Erstens, generell, ich bin kein großer Freund dieser Tagesordnungspunkte-Zusammenlegungsaktion der parlamentarischen Geschäftsführerin hier im Haus. Wir streichen hier für diese Plenarwoche den Freitag, ja, weil die ja alle keinen Bock haben, freitags nochmal in den Landtag zu kommen. Ja, und dann streichen wir dann, weil irgendwie noch Anträge und aktuelle Stunden dann irgendwie doch noch mehr kommen als irgendwie erwartet und die sind auch noch gut, dann streichen wir die in der Form, dass die zusammengelegt werden zu so einem Klumpatsch-Flüchtlingspolitik dann am Mittwoch. Ich finde das unverschämt und ich möchte wirklich, das jetzt ist tatsächlich, bitte das nicht als Vorwurf in Richtung Grumpy oder sowas zu verstehen, weil ich weiß ja, dass die Mehrheitsverhältnisse auch in der PGF-Runde für die Piraten recht übersichtlich sind. Ich möchte, dass wir uns mit allen Mitteln gegen diesen Scheiß irgendwie wehren. Das Ganze hat ja auch organisatorische Folgen. Also zuletzt war es dann zumindest immer so, dass wir, dass dann die Regelungen eben der aktuellen Stunde halt gelten, was zum Beispiel auch Zwischenfragen und so weiter angeht. Also wir werden dann an verschiedenen Stellen dann auch beschnitten. Ne? Also es mag irgendwie mal so eine Situation geben, wo es irgendwie sinnvoll ist, aktuelle Stunde und Eilantrag zusammenzulegen, okay. Aber, oder einen normalen Antrag dann mit zusammenzulegen. Aber dann bitte, wenn die, ich sag mal, 99% übereinstimmen thematisch, da hat irgendjemand was mit Asyl reingeschrieben, also nehmen wir das auch noch mit da rein. Das zeigt doch einfach nur von völliger Unkenntnis der jeweiligen Anträge. Mal vom Thema ganz ab. Ich möchte das nicht. Und ich hoffe, dass wir uns als Fraktion wirklich gegen diesen Scheiß stellen. Da müssen wir halt freitags hier hinkommen und den dritten Plenartag machen, so wie es angedacht ist, von denen es sowieso zu wenig gibt im Jahr. Dazu vielleicht einfach mal einen Blogbeitrag schreiben und veröffentlichen, weil ich finde, du hast da völlig recht. Vielleicht sollten wir noch mit Grumpy reden, bevor irgendwelche Beiträge geschrieben werden. Wobei vielleicht schöner wäre, wenn mit Mikro. Also ich mache das gerne oder helfe gegebenenfalls gerne mit. Ich fände allerdings schön, wenn wir hier auch den fachlichen Bezug halt eben mit reinnehmen. Ich weiß nicht, ob ich den ausreichend in der Thematik geben kann, da entscheide ich mehr aus dem Bauch heraus, dass eben diese Anträge nicht so ganz übereinstimmen. Ne, also da, ich gucke mal Frank oder Simone an, da müssten wir uns dann irgendwie zusammensetzen und das auch irgendwie fachlich begründen, dass das einfach nicht zusammenpasst. Ne, das ist Käse. Und das haben wir hier fast jedes Plenum, dass irgendein Antrag in die aktuelle Stunde mitgebracht wird. Und wenn wir uns das überlegen, das kann schon rein logisch, kann das nicht funktionieren. Weil dann ist, wenn das so wäre, dann ist die aktuelle Stunde überhaupt nicht aktuell. Ja, das ist totaler Mumpitz, was hier gemacht wird. Es macht ja manchmal für die Antragsteller des Antrags Sinn, weil sie früher auch bei der aktuellen Stunde dran sind. Also wenn unser Eilantrag mit der aktuellen Stunde zusammen wäre am Donnerstag, wären wir zweiter Redner. Ja, ich denke, du hast ja zwei Punkte. Also einmal ist das grundsätzlich Formale. Ich glaube, so war das auch mit dem Blogbeitrag jetzt gemeint, weil das ja immer wieder vorkommt, dieses Zusammenlegen, also dazu was zu sagen. Fachlich jetzt hierzu gehe ich mal davon aus, dass einfach der FDP der Arsch auf Grundeis geht, weil ihr Antrag einfach hinten, also schlecht ist. Und so können Sie ein bisschen verstecken. Dass Sie da, wir werden das morgen in der Debatte sehen. Ich denke, wir werden morgen das in der Debatte sehen. Also wie gesagt, ich hätte es auch gerne separat gehabt, weil der Punkt mit den beiden aktuellen Stunden etwas ist. Das ist ein ganz eigener Aspekt über diese bekloppte Transitzonenregelung. Das ist wirklich aktuell, weil übermorgen wird darüber im Bundestag geredet. Ich hätte zwar das nicht hier als aktuelle Stunde für NRW beantragt, der Bezug fehlt mir irgendwie, aber egal, es ist durch. Also hätte man hier dann tatsächlich fundiert innerhalb dieser Zeit darüber reden können und dann separat den Antrag behandeln. Du sagtest schon, die Mehrheitsverhältnisse im Ältestenrat bzw. der PGF-Runde sind nicht zu unseren Gunsten. Insofern müssen wir damit leben. Wir werden damit leben und dann auch morgen draufhauen. Moni?
Also erstens wird kein Antrag woanders mit vermengt, wenn die antragstellende Fraktion dem nicht zustimmt. Das heißt, die FDP hat offensichtlich ausdrücklich gesagt, das ginge für sie in Ordnung. Ansonsten wäre das nicht passiert, zumal nicht dann auch noch nach dem Ältestenrat. Da macht irgendjemand den Vorschlag und die FDP ist letztendlich diejenige, die dann sagt, das machen wir oder das machen wir nicht, weil es ja ihr Antrag ist. Zweitens hat der Grampe diesem Ansinnen zugestimmt. Also ich finde es richtig, wir haben da mehrfach drüber diskutiert. Dann müssen wir halt das klären in dem Moment oder der Grampe lehnt das einfach ab. Aber jetzt, wo der Grampe diesem Sachverhalt zugestimmt hat, einen Blogbeitrag zu schreiben, wie scheiße wir das finden, finde ich dem Grampi gegenüber nicht ganz fair, muss ich gestehen. Das sollten wir vielleicht noch mal überlegen. Daniel? Ja, die Information hatte ich jetzt nicht, ob Grampi zugestimmt hat oder nicht. Ja, man das, weiß... Wenn das nicht der Fall ist, Daniel... Mikro, bitte. Dann ist das ein völlig anderer Sachverhalt, okay. Weil du die Tagesordnung nach dem Ältestenrat nur noch ändern kannst, wenn es einstimmig ist. Sollte der nicht zugestimmt haben und die haben das trotzdem geändert, dann ist das tatsächlich absolut nicht in Ordnung. Das okay. Hatten wir aber auch schon mal. Das muss man. Nur damit wir den Sack an der Stelle auch zu haben. Fragen wir ihn gleich? Ich werde Grumpy nachher fragen. Genau. Wenn Grumpy dem zugestimmt hat, werde ich jetzt an dieser Stelle aktuell überhaupt gar nichts tun. Also irgendwie was schreiben, das ist in der Tat nicht sinnvoll. Das kann man dann vielleicht irgendwann allgemein nochmal rausholen, aber dann jetzt eben nicht unbedingt an diesem Beispiel. Ein Satz noch? Moni? Also ich finde, dass wir darüber reden sollen, weil wir haben schon ein paar Mal darüber gesprochen. Wir haben auch hier mal gesagt, wir machen das nicht mehr nach dem Ältestenrat, alle möglichen wieder Vereinbarungen eingehen. Da müsste man einfach aber klar machen, ziehen wir das jetzt durch oder nicht? Also es macht ja keinen Sinn, das in Einzelfällen dann immer wieder von vorne hier zu diskutieren. Also dann braucht es da auch eine Strategie oder eine grundsätzliche Entscheidung. Okay, dann schlage ich vor, dass wir das einfach bei der nächsten Sitzung kurz, also bei der nächsten Fraktionssitzung kurz ansprechen, als Top mit auf die Tagesordnung nehmen und dass wir dann tatsächlich eine grundsätzliche Entscheidung treffen. Ich habe das Gefühl, wir sind uns da relativ einig. Dass wir das nicht mehr machen wollen, aber das, ne, also, naja, gut. Wir können das dann nur auch nicht mehr machen, das ist dann halt der Punkt, ne? Ja. Frank? Jo, ich wollte jetzt nur noch darauf hinweisen, dass der Punkt 2 jetzt halt zum Punkt 1 gehört, zum Punkt 2 zugegebenermaßen kurzfristig, wie das so mit Entschließungsanträgen ist eben einer rumgeschickt worden. Die Frage wäre, ob jemand schon Gelegenheit hatte, den zu lesen oder ob wir das nachher in Umlaufbeschluss reinstellen. Anscheinend nicht. Also es soll ja auch zu Top 1, also seinerzeit noch Aktuelle Stunde, war gestern geplant, Entschließungsantrag zu stellen. Wenn das jetzt einer wird zu beidem, weiß ich nicht, aber normalerweise sollten das ja zwei werden. Doch, war gestern so besprochen. Die Referentenrunde hat das gestern so besprochen. Es gibt Referenten, ich habe kein Protokoll von der Referentenrunde. Er gibt es ja auch nicht. Aber doch, hast du wohl, es steht ja da. Es steht ja bei Top 1 und bei Top 2 EA, auch wenn ich da jetzt bei dem einen die Redner rausgenommen habe, weil es keinen Sinn macht, bei 2. Gut, dann machen wir das wie immer und gucken, was da auf uns zukommt. So, Top 2 ist dann gestrichen. Ich sage jetzt nicht immer neu, aber wir sind jetzt bei ehemals Top 3, neu Top 2 und ab jetzt einfach nur die Nummern. Der Industrie 4.0-Antrag. Da ist Linus der Referent, gefragt wird, ob die Moni das übernehmen möchte oder der Handwerker Lukas. Moni. Ja, der Handwerker Lukas. Nein, ich hatte gerade den Joachim angesprochen, weil er einmal ja mit auch im Bildungsausschuss ist als Stellvertreter und sich halt auch um Industrie 4.0 kümmert und Joachim sagte, er hätte keine Rede. Also ich mache das auch, ich verweigere mich dem nicht, aber ich würde mit Joachim zusammen heute Mittag ein paar Stichpunkte aufschreiben und ich würde mich freuen, wenn Joachim das übernehmen könnte. Wir müssten dann halt aber nochmal mit den Referenten aus dem Wirtschaftsausschuss sprechen, weil der geht in den Wirtschaftsausschuss, also das ist die erste Kritik eigentlich, ne? Wenn Sie Bildung so verstehen würden wie wir, müsste der in den Schulausschuss gehen, meiner Ansicht nach. Und Sie müssen den ja da weiter verhandeln im Wirtschaftsausschuss. Insofern sollten wir mit denen da vielleicht noch mal kurz uns zusammensetzen, mit Linus. Linus weiß ja auch Bescheid. Joachim? Ja, Bildung ist mein Thema, Industrie 4.0 auch. Passt. Dann ändern wir das auf Redner
Joachim. Industrie 4.0, Joachim. So. Ja, ist zu lang, ich weiß. Ja, ja. Denk dir was Besseres aus. Oh, Joachim 4.0, das ist nicht so schlecht. Okay, eine Zielrichtung haben wir da auch schon stehen. Dann haben wir Top 3. NRW braucht ein Flüchtlingsforum. Referent steht, Rednerin Simone steht, ist unser Antrag. Darunter stehen da auch die Zielrichtungsinformationen. Punkt 4. Der Bund muss alle Kosten für Leistungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket der Kommunen übernehmen. Referent/in. Olaf kümmert sich. Ich gucke mal den Olaf an. Also, Referentenrunde sagte, das ist so dein Ding. Du hast dich mit dem Butschern beschäftigt. Du sagst, wer Referent ist. Du bist auch Redner. Und da müsste dann noch eine Zielrichtung und eine Abstimmungsempfehlung rein. Gibt es da schon was, Olaf? Ich könnte jetzt all diese Sachen da reinkopieren, so irgendwie aus den letzten 3 Jahren. Da hat sich nichts geändert. Ja, dem Antrag zustimmen. Und die Zielrichtung ist, ja, sie haben ja recht, aber das entlässt die Landesregierung nicht außer Verantwortung. Und das sehe ich eigentlich so ein bisschen immer mit diesen Anträgen, wo sie sagen, der Bund soll alles zahlen. Sie haben ja recht, ich sehe es auch so, dass es eigentlich Bundessache ist. Aber wir kannten ja, also mitgekriegt haben wir den Stress ja in die ganzen letzten Jahre ums BUT. Also Schulsozialarbeit ist da ja mitgemeint zum größten Teil. Der Nico? Ja, danke Michel. Ja, keine Bange, ich wollte mich jetzt hier nicht um den Redeslot bewerben, aber... Ich fände es irgendwie schick, deine Kritik, die du ja hier an der Stelle anbringst, die würde ja quasi so ein bisschen untergehen, wenn wir jetzt einfach dem Antrag so zustimmen. Ob es da nicht eine Möglichkeit gibt, da einen Entschließungsantrag zu machen, um eben unsere eigene Sichtweise da auch dem Parlament etwas deutlicher zu machen und den interessierten Kreisen, dann könnte man sich gegebenenfalls auch bei dem Antrag enthalten und einen eigenen Entschließungsantrag dann zustimmen. Toso? Ja, ich würde Nico grundsätzlich recht geben. Die Problematik hierbei ist, dass Olaf seit 3 Jahren darauf hinweist, dass die Teile von Schulsozialarbeit, die nicht mehr vom Bund getragen werden, weiter vom Bund getragen werden müssen und dass solange der Bund das nicht tut, das Land das übernimmt. Das Land hat das getan und fordert mit diesem Antrag halt das Geld vom Bund zurück. Die sind im Endeffekt unserer Argumentation gefolgt. Von daher wird es schwer, da jetzt drauf zu satteln, weil das sind Dinge, die wir in der Vergangenheit gefordert haben, die die Landesregierung im Endeffekt so erfüllt hat, nur nicht im zeitlichen Ablauf, wie wir es gerne gehabt hätten. Ja, aber im Endeffekt, also die haben das gemacht, was wir gesagt haben. Ist jetzt doof zu sagen, nee, stimmen wir euch trotzdem nicht zu, weil ihr doof seid. Also, Das Aber, was ich gesagt habe, ist es das, im Prinzip habe ich Angst damit, weil jetzt läuft es erstmal 2 Jahre lang, das Geld liegt auch, also ist ja für die nächsten 2 Jahre auch im Haushalt drin, ja, dass wieder genau derselbe Kampf kommt, der vorher kam, Bund, du hast doch die Verantwortung, dass das Ding wieder fast vor die Wand gefahren wird, bevor das Land, wenn es dann wieder einspringt. Also das war das Spiel in den letzten Jahren, jedes Mal, wenn die Sache ziemlich ans Ende ging mit der Schulsozialarbeit. Von daher ist dieses Aber wirklich so, und das werde ich auch in der Rede ganz klar sagen, dass das natürlich kein Freifahrtschein ist für die Zukunft, dann zu sagen, wir sind ja nicht verantwortlich. Wir haben ja alles getan, was wir beim Bund tun können. Der Bund zahlt nicht. Also dass diese Ausrede, dass selbst wenn wir dem jetzt zustimmen, natürlich diese Ausrede in, ja gut, dann sind wir es ja wahrscheinlich, ne, jetzt müssen wir ehrlich sein, aber dass wir dieser Ausrede 2018 nicht zustimmen würden oder werden oder in der Zukunft, ne, nicht zustimmen werden. Das ist der Punkt, was ich mit dem Aber meinte. Werden ist natürlich die richtige Formulierung, ganz klar. Gut, Nico, ich sehe dich zweifelnd. Möchtest du nochmal? Ich weiß halt nur, dass Schulsozialarbeit im erheblichen Umfang gekürzt wurde oder nicht mehr stattfindet und wir da ja auf kommunaler Ebene harte Auseinandersetzungen haben und da auch viel genau Enttäuschung herrscht. Und dann weiß ich nicht, ob wir die Landesregierung da aus der Verantwortung
so rauslassen können, ohne einen eigenen Vorschlag zu unterbreiten. Aber ich bin nicht. Du hast mich aber jetzt gerade. Wir haben uns aber gerade. Gut, dass wir darüber gesprochen haben. Hast mich eigentlich gerade. Ich gucke, dass ich das jetzt gleich noch in die Wege leite. Ich gehe jetzt gleich mal eben raus. Wäre jetzt allerdings eine Frage, eben hier ein Meinungsbild, ob wir das in der Richtung machen sollten. Also, weil es stimmt, dass das Land nur einen Teil der Schulsozialarbeit übernommen hat und das auch nur dann übernimmt, wenn die Kommunen den anderen Teil tragen. Dadurch ist eine Menge Schulsozialarbeit runtergegangen, weil die Kommunen eben sagen, wir können den Eigenanteil nicht tragen und so weiter. Dass wir einen Entschließungsantrag machen, wo wir das Land auch noch zusätzlich auffordern, 100% zu übernehmen. Wäre das soweit, würde das hier die Zustimmung finden? No? Okay, dann. Was? Für den Stream, das war ein einmütiges Klopfen und niemand hat wild mit den Händen gefuchtelt und gesagt, bloß ja, nicht. Aber ich muss das jetzt trotzdem mal, ich muss ja den Arbeitsauftrag. Nee, die Moni macht mit den Fingern Dinger, aber das kann ich nicht sehen hinterm Laptop. Okay. Ja, genau, könnt ihr machen, dann sieht man das auch im Stream. Sehr gut. Okay, gibt es noch was zu Top 4? Dann kommen wir jetzt zu Top 5, Bekämpfung grenzüberschreitender Einbruchskriminalität. Wir haben eine Referentin, wir haben einen Redner, wir haben eine Abstimmungsempfehlung und eine Zielrichtung. Wie blöd ist das denn? Ja, gut, das kann man da reinschreiben. Ich würde mir wünschen, dass bei diesem Antrag noch ein bisschen mehr Zielrichtung steht, weil einfach nur zu schreiben, der Antrag ist eher mau, ist noch keine so wirkliche Zielrichtung. Dann werde ich das da auch noch eintragen. So. 6 Opfern von Straftaten, den Gang in den Zeugenstand erleichtern und so weiter. Wir haben keine Referentin, es gibt keinen Redner. Aha, gestern stand da der Dietmar noch als Redner, jetzt nicht mehr. Was habe ich verpasst? Nico, kannst du mir das? 2 Graureiher. Ja, tatsächlich, guck mal, da fliegen sie. Das ist schön. Natur ist immer wieder wunderbar. Nico, hast du irgendwas? Ich gucke mal eben, ob sich was am Antragsstatus geändert hat. Man weiß ja nie, nachdem was gerade passiert ist, ob das jetzt aktuell nicht mehr auf der Tagesordnung ist oder so ein Spaß. Aber eigentlich, nee, ist ganz normal, Block 1. Ich weiß auch nicht, wer Dietmar da jetzt rausgestrichen hat. Nico, du bist in der Pflicht, es tut mir leid, du musst jetzt was dazu sagen. Es ist dein Ausschuss. Ja, aber ich bin nicht der Sprecher. Der hatte sich da eingetragen und mir ist das neu, dass jetzt nicht mehr. Ich weiß ja nicht, wer den Strich da gesetzt hat. Vielleicht will er ja weiter sprechen. Also es ist blöd, dass er nicht da ist. Ich meine, bringt uns jetzt nichts weiter. Also notfalls werde ich sprechen müssen. Ja. Gut, dann setze ich jetzt hinter Dietmar ein Fragezeichen und dann werden wir das gleich klären. Das ist alles durchgestrichen, das ist auch cool. Komme ich gleich zu irgendwie doof. Ist das in Ordnung? Ja, komme ich auch zu, danke. Okay. Machst du das schon? Ja, ich mache das schon. Sehr gerne sogar. Gut, dann werden wir das klären müssen, und zwar auch das mit der Referentin. Zack. Ich habe Referentin gesagt, oh mein Gott. Na gut. Punkt 7. Schluss mit dem Betrug bei Verbrauchs- und Emissionswerten von Kraftfahrzeugen. Unser Antrag. Wir haben jede Menge Referenten, wir haben einen Redner, wir haben eine Zielrichtung. Alles ist gut. Top 8. Digitalen und stationären Einzelhandel zusammendenken. Da wollten ganz viele Referenten schreiben, deswegen steht da alle. Also das gibt es aus super vielen Seiten zu beleuchten. Wir haben allerdings gestern nicht festlegen können, wer der Redner ist. Es muss sich dort ein Redner finden. Die Referenten hätten den gerne zugeschoben. Da könnte sich jemand melden. Wer hat da Lust zu? Der Olli? Ich hatte den zwar am Anfang auf meiner Liste. Allerdings hatte sich Dietmar eingetragen, der jetzt aber nicht mehr da steht. Deshalb würde ich gerne natürlich wissen. Deshalb wollte ich sozusagen nur den inhaltlichen Input noch liefern.
Dietmar steht aber gerade nicht. Ja, das ist ja noch kein Input. Nein, das ist ein Thema, was wir heute Nachmittag auf jeden Fall nochmal besprechen werden. Ja, und wozu ich auch eine Rede halten kann. Aber wie gesagt, Dietmar hatte sich eigentlich ursprünglich dafür eingetragen. Ich habe mit Dietmar noch nicht drüber gesprochen. Also nicht außerhalb dieses Pads. Ja, da kann ich nichts zu sagen, warum da jetzt Dietmar nicht mehr steht. Ob der da gestern stand, weiß ich auch leider nicht mehr. Kann ich nicht mehr sagen, wann da das geändert wurde. Wie gesagt, die Referenten haben darum gebeten, dass es einen Redner gibt und die Referenten wollen dann auch entsprechende Briefings abgeben und so weiter. Ihr kennt das, es gab mehrere. Also Linus ist federführend sozusagen und bekommt dann einen Redner von uns geliefert. Ja, jetzt ist blöd, dass Dietmar nicht da ist. Vielleicht, Olli, kannst du das klären mit Dietmar, ob du oder Dietmar und dass ihr dann entsprechend euch bei Linus meldet. Das wäre super. Also ich meine, wir können das jetzt auch festlegen, wenn ihr das wollt. Das ist halt nur dadurch, dass Dietmar da stand, jetzt nicht mehr da steht. In dem Topf vorher ist er einfach gestrichen. Ich weiß nicht, ob er das war, ob das jemand anders war. Ich kann das auch nicht nachhalten. Nico. Also ich hoffe, dass Dietmar auftaucht, sich äußert und gerne auch den Topf für Justiz macht. Da drängt sich mir das auf, hier bei dem Topf. Digitaler stationeller Einzelhandel, weiß ich nicht, würde ich jetzt sagen, drängt sich mir eher Olli auf. Ich weiß nicht, was das der Fraktion bringt, wenn Dietmar jetzt dort zu diesem Thema spricht. Ich meine, er kann sich sicherlich auch da sinnvoll äußern, aber wir haben doch was, ja, da geht es ja halt um Quartiere, ja, um Räume und da fällt mir halt in unserer Fraktion der Olli ein. Ich, wie gesagt, nichts gegen Dietmar, aber das können wir doch hier festzurren, dass, wenn Olli sprechen möchte, dass er, der ist unser fachpolitischer Sprecher in dem Bereich, dann soll er verdammt nochmal sprechen. Dann Olli. Ja, machen. Dann hast du jetzt die Aufgabe. Ich trage dich da dann jetzt auch ein. Möchte allerdings noch was sagen zu diesem Antrag. Vielleicht ist das gleich, was du sagen möchtest. Ich weiß es nicht. Ansonsten setze ich dich auf die Rednerliste nach mir. Es ist ja nett, wenn man nachts um zwei irgendwie nicht schlafen kann und meint, man möchte seine Meinung in dieses Pad schreiben. Das ist auch alles gut. Kürzer ist meistens besser. Blöd ist, wenn sich dann eine Diskussion entwickelt, und zwar eine Diskussion, wo man rechts oben, gibt es in diesem Pad diese Funktion, kann man draufklicken, das ist das mit diesem Männchen, und dann kann man seinen Namen da eintragen und dann können andere nachvollziehen, wer das überhaupt ist. Dass sich da über, ich glaube, 7 Diskutanten eine Diskussion von 40, 60, 80 Zeilen entwickelt, wo jeder irgendwie mal so seinen Sermon reinkippt und man weiß überhaupt nicht, von wem das ist, man kann auch nicht vernünftig antworten, man kann das auch nicht vernünftig, man kann das zuordnen mit ein bisschen Liebe, aber es wäre total nett, wenn A, diese Diskussion nicht im Pad stattfinden würden, weil dafür ist es nicht da. B, wenn ich schon eine Meinung eintrage, dass ich die dann kurz eintrage und nicht über 20 Zeilen, weil es liest hinter eh keiner. Selbst in der Referentenrunde gestern sind wir da einfach drüber gescrollt, muss ich ganz ehrlich gestehen. Und C, dass bei solchen Themen es eben so ist, dass es die Leute gibt, die sich auch damit beschäftigen und dass man die auch mal fragen sollte. Also, dass ich gestern in der Referentenrunde feststellen musste, die Referenten sind da erstmal nicht, also sind auch im Pad, haben Referenten mitdiskutiert, keine Frage, aber die haben halt auch, sind halt nicht gefragt worden, so in diesem echten Leben hier. Und da möchte ich darum bitten, dass dieses Pad nicht der richtige Ort ist für eine Diskussion und dass man das bitte anders machen sollte. Der Daniel steht auf der Rednerliste, außer er möchte abwinken. Und dann nach der Nico. Also gut, dass du den letzten Satz auch nochmal ganz klar gesagt hast. Das ist kein Diskussionspad. Dieses Pad ist rein organisatorischer Natur. Ja, für mich, und das schildere ich ganz subjektiv mal, was mir dann ständig immer wieder passiert. Also ich benutze das Pad dazu, ich verschaffe mir einen Überblick über die Anträge aus den anderen Ressorts. Ja, und dann gucke ich mir diesen kleinen Abschnitt da an, den ihr oder die Referenten oder wer auch immer dann da reingeschrieben habt, und verzichte an der einen oder anderen Stelle dann darauf, den Originalantrag noch zu lesen. Weil ich im Prinzip, ich weiß dann so ungefähr, worum es geht, alles ist gut. Das kann ich aber nicht, wenn dann noch Diskussionen in diesem Pad stattfinden
Und wenn der Text montags ein anderer ist, als dann mittwochs am Plenartag selber. Also mein Verständnis ist, und das will ich damit zum Ausdruck bringen, in dieses organisatorische Vorbereitungspad der Plenartage, da gehört so ein abschließendes Ergebnis rein. Also der Redner gehört da rein, eben Abstimmungsempfehlungen und dann dieses kurze Statement unsererseits. Und solange dieses Statement zum Beispiel nicht geklärt ist, dann lasst es einfach da raus. Also die Diskussion an der Stelle darin führen, das hilft ja niemandem weiter. Macht es über eine Mailingliste oder, weiß ich nicht, im Kernarbeitskreis oder sonst irgendwo im Büro, aber auf gar keinen Fall in diesem Pad. Nico. Boah, ich möchte hier darauf hinweisen, also ich nehme das gerne zur Kenntnis und man kann immer schlauer werden. So pauschal zu sagen, da findet keine Diskussion statt, tut denjenigen etwas Unrecht, die sich jetzt an dieser Diskussion beteiligt haben, weil ursprünglich war es sehr wohl genau die Aufgabe, dort eine Diskussion abzubilden, falls sie denn notwendig ist. Weil ich darf daran erinnern, ich habe damals diese Idee eingeführt, um folgende Situationen zu vermeiden, die wir in der Vergangenheit im Plenum hatten, dass auf einmal ein Antrag da ist und sich unter den Abgeordneten im Plenum teilweise eine wilde Diskussion entsponnen oder auf den Gängen. Ich kann dem Antrag nicht zustimmen oder ich stimme diesem anderen gegnerischen Antrag zu von der anderen Fraktion. Und dann wurden da ad hoc irgendwelche Argumente ausgetauscht, an denen erstens mal nicht alle teilnehmen konnten und den nicht alle nachvollziehen konnten. So, und dann stand dann teilweise der PGF oder der Vorsitzende da und wusste jetzt gar nicht, ja, wie stimmt jetzt eigentlich meine Fraktion ab? Da hatten wir unschöne Situationen. Und der erste Lösungsansatz war, Plenarpad einführen und dann alle darum zu bitten, wenn irgendjemand was da nicht damit nicht einverstanden ist, möge er das bitte öffentlich dort kundtun, damit alle die Gelegenheit haben, die Argumente auszutauschen und man dann, bevor man in das Plenum geht, zu wissen, okay, das sind die Argumente und die Fraktion wird sich so oder so entscheiden oder auch mit der Situation umgehen zu können. Okay, wir haben das ausdiskutiert. Die Mehrheit sieht es vielleicht so, aber wir haben den und den, die Abweichlerinnen und Abweichler bei uns und dann ist das halt so. Aber nicht, dass man so von dieser Situation überrascht wird und dann teilweise übermannt wird und wir dann im Zweifel blöd darstellen. Wenn jetzt gesagt wird, oh, das im Pad wird zu unübersichtlich, da muss man halt sagen, okay, dann bräuchten wir wieder einen anderen Ort. Jetzt weiß ich nicht, so häufig haben wir das ja nicht, dass das hier unübersichtlich wird. Deswegen würde ich das grundsätzlich, dieses Vorgehen, nicht in Frage stellen wollen, weil wenn du sagst, da nicht, dann bräuchten wir wieder einen anderen Ort. Und dann ist die Frage, ne, hat man das dann noch im Blick und ist das dann nicht genauso unübersichtlich oder wird es dann noch unübersichtlicher? Deswegen, ich wollte nur darauf hinweisen, müssen wir jetzt nicht jetzt entscheiden. Grundsätzlich fand ich das Vorgehen, wie wir es gemacht haben, aber nicht so falsch. Aber wenn wir jetzt schlauer werden wollen, dann bitte. Erst ich, dann Olli. Ja, ich gebe dir insoweit recht, dass es bei einer Diskussion sinnvoll wäre. Das Problem bei dieser schriftlichen Diskussion, wie sie hier stattfindet, ist, dass es dann halt teilweise auch abgleitet. Dass sich dann Leute irgendwie, ne, erst schreibt hier, wer ist das überhaupt, und dann kommen irgendwelche Worte vor und dann... Nein, das meine ich nicht. Ich meine, dass sich dann Leute darüber auch beschweren, dass dann zwischen den Zeilen auf einmal sich Leute darüber beschweren, wer schreibt, wie schreibt, dass diese Diskussion endet mit einem schwierigen Vorwurf nach dem Motto, macht ihr mal euren Scheiß, dann bin ich jetzt halt raus. Das ist halt, der Stil wird halt dann schwierig, um es mal so zu sagen. Ja? Wenn da ein paar Sachargumente ausgetauscht würden, würde ich dir vollkommen recht geben. Das, was du gerade sagst, ich kann nicht zustimmen, weil... Punkt, Punkt, Punkt. Aber die Diskussion wird halt so immer, ja, wie schriftliche Diskussion halt häufig wird, schlecht einfach. Olli Frank. Also die Intention, dass da was Kurzes stehen soll, das kann ich nicht nur nachvollziehen, das ist am Endeffekt auch sinnvoll, dass im Pad halt eine kurze Übersicht steht, das ist richtig. Das Problem, was sich auftut und was sich wahrscheinlich in Zukunft mehr auftut als bisher, weil wir mehr Überschneidungen haben untereinander, unter den Abgeordneten, unter den Teams, gerade wenn wir sozusagen sagen wir mal, digitale Themen oder sowas jeder macht,
dann ist es sozusagen die Abstimmung, wer ist denn jetzt eigentlich fachlich zuständig? Und da habe ich in der Vergangenheit auch schon E-Mails geschrieben, nur an die jeweiligen Abgeordneten. Das hat auch nicht funktioniert. Also das hat auch funktioniert natürlich in vielen Fällen, aber es hat manchmal nicht funktioniert, weil ich dann hätte mehr Abgeordnete oder mehr Leute mit einbeziehen müssen. Das hat manchmal nicht funktioniert, weil sich einfach die Leute nicht gemeldet haben und dann nachher aufs PET verwiesen haben, sie hätten sich da ja eingetragen. Also ist das PET sozusagen das, was jeder sieht, wenn er sich informieren möchte, wer ist denn jetzt gerade innerhalb der Arbeit an dem Antrag zuständig. Und da müssen wir vielleicht eine Lösung finden. Das müssen wir allerdings nicht heute und ich hier tun. Jo, das mit der Lösung finden, das wollte ich nämlich auch gerade anbieten. Also erstmal zu Nico, völlig richtig, wie das entstanden ist. Wir haben es aber dann geändert, indem wir diese Referenteneinschätzung eingeführt haben. Die war direkt mit dabei. Okay, darauf wollte ich aber nochmal darauf hinweisen, dass wir uns darauf fokussiert haben, halt so eine Referenteneinschätzung zu machen. Ich sehe es aber sehr wohl, dass hier eine Aufgabe gerade entstanden ist, ein Problem zu lösen oder einen Vorgang zu verbessern. Pro Contra, wir kennen das aus dem Wiki. Im Wiki gibt es halt den Link Diskussion, ne, wenn man da einen Eintrag macht. Also irgendwie sowas in die Richtung sollte man sich mal überlegen. Werden wir tun und hier wieder zurückspielen. Ich gehe davon aus, dass es das Problem demnächst nicht mehr geben wird, weil das wird ja alles vorher in den Kernarbeitskreisen besprochen und dann brauchen wir diese Diskussion nicht mehr im PET. Mhm. Hallo. Dein Glas ist auch immer halb leer, ne? Nee, das ist voller 3,5-jähriger Erfahrung. Ja, ich kann weitermachen. Eigentlich war das nur die Überleitung, dass ich mein Brezel runterschlucken kann. Aber okay. Ja, ich scrolle noch eben, bis ich zum nächsten Top komme. Da sind wir. Top 9, Eilantrag. Nach de facto Abschaffung der Netzneutralität in Europa und so weiter. Wir haben einen Referenten, wir haben einen Redner. Wenn ihr beide euch geeinigt habt, nämlich Lukas. Wie viel Redezeit haben wir? Eilantrag ist normaler Block 1. Jetzt ist es Block 1, ne? Okay. Frank, wolltest du was dazu sagen? Also wir haben uns gestern auf dem Flur getroffen, mal kurz darüber gesprochen, Flurgespräche quasi. Bleibt es dabei? Okay, ja, ich weiter. Der Netz-Lukas. So, okay, Technik redet und Abstimmungsempfehlung, Zielrichtung haben wir da stehen. Dann geht es weiter mit Top 10 Fragestunde. Wir haben besprochen, es gibt Fragen von Nico zum Fall Reker. Die kommen vielleicht dran. Wir hoffen, dass die FDP ihre 2 Fragestunden, die noch offen sind, schnell genug durchhaut. Das eine ist Schule und das andere ist, wenn ich das richtig im Kopf habe, Witzel mit Wirtschaft. Nee, es ist Witzel und witzig, aber egal. Ja, no jokes with names. Danke. Noch zur Info, gerade haben wir noch eine weitere Anfrage, mündliche Anfrage gestellt. Da geht es um den Bereich Verkehr mit E-Scootern. Wir hatten die Frage schon im letzten Plenum. Da wurde ein Gutachten angekündigt. Das ist jetzt auch tatsächlich gekommen. Nur lustigerweise haben das scheinbar die Verbände zuerst bekommen und nicht die Parlamentarier. Und da wollen wir nochmal nachfragen, wieso der Minister da so vorgeht und wo er weiß, also dass schon Nachfragen da sind, Interesse besteht und er hält es nicht für wichtig oder für richtig, erstmal das Parlament und den Fachausschuss zu informieren, sondern offensichtlich irgendwie Dritte haben zuerst Zugang zu diesem ministeriellen Gutachten, da wollen wir nochmal nachfragen. Ich weiß jetzt noch nicht, ob die Präsidentin das zulässt. Ich bin mal gespannt. Wir haben es als dringliche Anfrage gestellt. Ich hoffe, dass das jetzt trotz Ablauf der Deadline dann trotzdem noch reinkommt.
Oh, ich habe die ganze Zeit das Mikro aus, das tut mir leid. Sag das doch früher. Okay. Also wir sind inzwischen bei Top 12. Okay, Frank redet, dann nehmen wir unten den Redner einfach raus. Neu ist dann in Verbindung mit Donnerstag Top 13. Da fehlt übrigens die... Da fehlt die Zielrichtung bei dem Donnerstag Top 13. Wenn das so ist, dann schreibt das da unten jemand bitte rein. Ich nicht, ich kenne mich nicht genug aus. Okay, dann Top 13. Transparenz über staatliche, ich bin völlig verwirrt, weil die aktuelle Tagesordnung des Landtags ist nicht mehr kompatibel mit dem, was jetzt gerade anscheinend aktuell ist. Transparenz über staatliches Handeln im Internet und so weiter. Unser Antrag, wir haben einen Referenten, wir haben einen Redner, wir haben und so weiter und so weiter. 14, Gesetz über Feststellung des vierten Nachtragshaushalts, auch da alle Daten vorhanden. 15, ländlicher Raum darf bei der Digitalisierung nicht abgehängt werden. Ja, bitte. Oh, Moment, ich sehe gerade. Ja, jetzt habe ich es gesehen. Alles klar, bei Top 14. Da hat der Dietmar, das ist Dietmars Schrift, von daher kann ich sagen, da hat der Dietmar jetzt geschrieben, dass er noch nicht weiß, ob er zum Haushalt redet. Ich glaube auch, dass ich mit dem Dietmar mal reden muss, weil gestern stand der Dietmar da drin, jetzt steht er da nicht mehr. Irgendwas scheint passiert zu sein. Ich werde mal gucken, was passiert ist. Also ich sag mal mindestens diese Diskussion. Gut, ich werde das gleich klären und nehme das als Aufgabe mit. Also, wenn der Dietmar nicht redet, wer redet zum Nachtragshaushalt? Der Olaf ist jetzt auch raus, ist auch blöd. Gute Situation, gefällt mir. Voll gut. Ach so, ja, Haushalt ist das Königsrecht, richtig. Also gibt es jemanden, der da was zu sagen möchte, oder sonst kümmern wir uns. Gut, ich schreibe das auf und werde mich dann gleich kümmern. Gut, nächster Punkt dann jetzt, 15. Ländlicher Raum darf bei der Digitalisierung nicht abgehängt werden. Das wird anscheinend jetzt Donnerstag nicht mit der Aktuellen Stunde zusammen behandelt, sondern wir haben da einen Referenten, wir haben einen Redner Frank, wir haben eine Abstimmungsempfehlung und wir haben auch eine Zielrichtung. Ich gucke einmal, möchte keiner was sagen, 16. Der Toso. Der Frank wird das hervorragend rausstellen bei der Rede, aber wir müssen das auch ein bisschen begleiten. Es geht hier eben nicht darum, sinnvoll Breitband in die Fläche zu bringen, sondern es geht um eine Remonopolisierung der Telekom-Netze. Ne? Also Vectoring, ja, steht ja drin. Zeile 357, letzter Satz, ganz wichtig. Es geht hier um Vectoring für die Telekom und Remonopolisierung für die Telekom. Nie um Glasfaser, ganz wichtig. Redet immer zu kurz, dann ist mein komischer Britz, mein Brezel noch nicht fertig. Aber das hatten wir schon im letzten, vorletzten und sonst was für letzte Plenen. Von daher werden wir das nochmal sagen. Gut. 16. Nordrhein-Westfalen unterstützt Hamburgs Olympiabewerbung. Wir haben einen Referenten. Wir haben einen Referenten, wir haben eine Rednerempfehlung von Dietmar, der sagt, es soll am besten keiner reden. Oder jemand, der in Aussicht stellt, dass dieser Antrag Dummfug ist. Wir haben unten eine etwas differenziertere Zielrichtung. Die Frage ist, wer redet? Gestern wurde mir mitgegeben, das wird der sportpolitische Sprecher tun. Lukas, rede.
Wir können da halt nach einer Position suchen und ringen und so. Wir können einfach auch den beschlossenen Antrag oder das Positionspapier der Piraten Hamburg nehmen, welches sie auf dem Landesparteitag beschlossen haben. Da ist die Ausrichtung ganz klar. Sie sind dort gegen die Olympiabewerbung. Und wenn ich dazu rede, werde ich das auch entsprechend kundtun und dort halt vertreten, unsere Piratenposition, die halt basisdemokratisch oder halt demokratisch legitimiert ist. Und das werde ich halt tun. Und ich wurde jetzt auch im Vorfeld von der CDU gefragt, ob wir damit auf den Antrag kommen. Wenn ihr also nichts dagegen habt oder wenn jetzt kein Widerspruch kommt, dann werde ich dem eine Absage erteilen. Wir stehen drauf. Joachim. Da die Position der Hamburger klar ist, von denen ich jetzt so noch nichts wusste, warum macht man nicht einfach einen Änderungsantrag mit dem Nebenzweck, den europäischen Gedanken zu verfördern und setzen uns für Antwerpen ein? Nein. Nein? Das ist Holland. Das ist Belgien. Nicht im Europaausschuss. Gut, dass das Mikro nicht an war. Egal, ist in der Champions. Gut, also dann trage ich jetzt hier als Redner den Lukas ein und mache die Rednerempfehlung weg. So. Unten gibt es jetzt auch nochmal einen Link zur Position der Hamburger Piraten, hat der Lukas gerade eingefügt, kann man sich dann angucken. Finde gut, wenn du dann auf Bürgerbeteiligung ein bisschen auch abhebst. Das hat nämlich mit Sport eigentlich nichts zu tun. Also wenig. Olympia ist ein bisschen. Naja. So, 17. Gesetz zur Änderung des Gesetzes über die Wahlkreiseinteilung zur Wahl zum Landtag Nordrhein-Westfalen. Wahlkreisgesetz. Referent steht da, Redner steht da, Abstimmungsempfehlung steht da, Zielrichtung. Ja. Haben wir gestern schon gesagt, das ist halt schwierig, weil die ändern halt was. Ich glaube, ich halt einfach die Rede von der ersten Lesung nochmal. Erklär nochmal, was Gerrymandering ist, Gerrymandering ist und ja, so richtig schlimm ist das nicht, so richtig gut ist das nicht. Es ist halt die absoluteste Enthaltung, die ich jemals hier vorgeschlagen habe. Ich glaube, das kann ich als Zielrichtung auch da eintragen. Genau, schreib mal rein, die absoluteste Enthaltung. Es ist so. Seit es Schokolade gibt. Ja. 18. Ja, der Tose möchte was sagen. Ja, der Punkt ist ein sehr schönes Zusammenspiel oder ein sehr schönes Beispiel, wie man mit unseren Kommunalen zusammenspielen kann, weil wir von denen halt viele Informationen zu dem Thema gekriegt haben. Es gibt jetzt oder wird ja eine Wahlkreisänderung beschlossen werden, die aus unserer Sicht wirklich relativ unschädlich ist. Der ursprüngliche Plan war allerdings viel größer. Da sollten viel mehr Wahlkreise geändert werden. Was aber auf Initiative verschiedener Parteien, Initiativen vor Ort halt dann wieder geändert worden ist. Von daher, das hat also total Sinn gemacht, mit den Kommunalen vor Ort da Rücksprache zu halten. Ich kann das immer wieder nur empfehlen. Macht das bitte, die sind an einer Zusammenarbeit extrem interessiert. Danke. Gut. Der Grumpy bringt noch die Information, es gab 3 PGF-Runden nur zu diesem Thema. Das ist ein heißes Eisen, aber für uns tatsächlich. Ist hier sonst nichts zu essen? Ja. Schnittchen, Schnittchen, Schnittchen. Okay. 16, jetzt 18. Dem Hass und. Guck mal, da steht jetzt der Titel richtig. Dem Hass und Terror gegen Flüchtlinge, Helfer und Verantwortliche entschieden entgegenstellen. Antrag des Abgeordneten Schwert. Direkte Abstimmung, einen Referenten gibt es. Die Frage ist, wer redet? Und es gab eine längere Diskussion dazu. Die versuche ich jetzt einigermaßen zusammenzufassen. Also gestern in der Referentenrunde. Weil ich glaube, wir werden sie jetzt in etwa wiederholen. Ich versuche so vielem vorzugreifen, wie es nur geht. Also, Lukas? Ich habe mit der gleichen Intention auch die 15 Minuten für den nicht öffentlichen Teil beantragt und rege an oder frage, ob wir da nicht im nicht öffentlichen Teil darüber reden könnten.
Wenn das sein Wunsch, dann sage ich jetzt nichts, dann sage ich also das gleich. Ich würde dazu reden, aber ich würde auch gerne ein paar nicht öffentliche Worte loslassen, oder zumindest fraktionsöffentlich. Gut. Dann frage ich so, ist jemand nicht damit einverstanden, dass wir über Top 18 dann gleich nochmal im nicht öffentlichen Teil reden? Ich möchte das jetzt öffentlich behandeln. Okay. Vorschlag ist Zustimmung mit Entschließungsantrag. So wie es im Pad steht, ja. Frank? Ja, können noch, also der, wie soll ich sagen, das ist ja, natürlich sind wir dafür, das ist genau unser Thema. Ich finde den, oder wir haben darüber gesprochen, schon Beschlussteil ein bisschen schwach, und wenn wir dazu unsere Position einbringen, fände ich das gut. Ansonsten ist das genau richtig, das jetzt zu thematisieren und darüber zu reden, auch im Plenum. Ich füge noch eben hinzu, wir hatten ja vor, eine Aktuelle Stunde zu stellen. Das kriegen natürlich diejenigen nicht mit, die hier in den parlamentarischen Betrieb nicht eingebunden sind. Wir haben gestern zu dem Thema Gewalt gegen Flüchtlinge und Kriminalität gegen Flüchtlinge eine Aktuelle Stunde beantragt, die abgelehnt wurde. Von daher will ich das auch noch eben gesagt haben, dass man das nochmal mitbekommt. Gut. Möchte noch jemand zu der politischen Ausrichtung etwas? Dann schieben wir das gleich in den nicht öffentlichen Teil und kommen zum Donnerstag. Nee, Quatsch, Entschuldigung. Wir kommen noch zu diesen ganzen Einbringungen, aber die Moni. 19. Nächsten, 19. Gesetz zur Änderung des Lehrerausbildungsgesetzes, normales Gesetzesverfahren. Wir haben dazu einen Entschließungsantrag geschrieben, den habe ich gestern auch rumgeschickt. Und da geht es darum, dass wir halt das Thema freie Lernmaterialien nochmal mit in diese Diskussion bringen wollen. Durch den Entschließungsantrag geht es mit in die Anhörung. Deshalb war uns das wichtig, den jetzt sofort mitzustellen. Den müssten wir allerdings bitte noch abstimmen. Entschuldigung, das war mir so völlig klar, dass wir das machen, dass ich das irgendwie verdrängt habe. Okay, ja, ging rum gestern. Gibt es jemanden, der zu dem Entschließungsantrag etwas sagen möchte? Ansonsten würde ich das jetzt abstimmen lassen, dass wir diesen Entschließungsantrag stellen, so wie gestern von Moni rumgeschickt. Okay, gibt es Gegenstimmen dagegen, den zu stellen, so wie gestern rumgeschickt? Oder gibt es Enthaltungen? Dann haben wir das einstimmig so beschlossen, den Entschließungsantrag dazu noch zu stellen. Dann gehe ich zur Sicherheit einfach weiter durch. 20, guck einmal rum, möchte keiner was sagen. 21, ohne Debatte. 22, ohne Debatte. 23, 24, 25, 26. Ihr meldet euch, wenn ihr was sagen wollt. 27, Beschlüsse zur Petition Donnerstag. So, Top 1, Aktuelle Stunde. NRW investiert in die digitale Zukunft. Referent ist Linus. Als Redner ist der Michele da eingetragen. Ich glaube, dass wir da jetzt gleich drüber reden werden, habe ich so im Gefühl. Und neu ist in Verbindung mit Chancen für flächendeckenden Ausbau digitaler Infrastrukturen durch Breitbandförderrichtlinien des Bundes nutzen und so weiter. Von CDU, FDP, auch da gab es einen Referenten und einen Redner. Und die haben das da einfach mal verbunden. Vielleicht, ja, möchte der Grumpy da was zu sagen? Ansonsten diese neuen in Verbindung mit Sachen. Ja. Die drei, ja. Ja, ganz kurz nur von meiner Seite. Die jeweiligen antragstellenden Fraktionen haben zu ihren jeweils eigenen Anträgen halt gefragt, ob sie sozusagen an die jeweiligen aktuellen Stunden angedockt werden können. In diesem Fall war das Breitbandausbauthema von Seiten der FDP etwas, was sowohl inhaltlich passt. Von daher war das heute Morgen, habe ich dem dann halt zugestimmt, da wie gesagt inhaltlich bei dem eigenen Antrag. Das Einzige, was ich halt kritisiere, ist, dass wir selber in diesem Rahmen ja unsere eigenen aktuellen Stunden hätte man ja ähnlich mit den jeweils anderen aktuellen Stunden verknüpfen können. Diesem wurde ja nicht stattgegeben.
In diesem Fall ist es halt eine Verknüpfung von SPD-Grüne mit dem Thema der FDP. Von daher habe ich da keinen Grund gesehen, dem zu widersprechen. Olli? Ja, Frank, Lukas und ich waren gestern auf dem Gang ja und haben uns sozusagen die Breitbandanträge angeguckt. Deshalb stehe ich da, weil da Top 7 ja zusätzlich zur Aktuellen Stunde war. Ich werde jetzt Lukas einfach in das Wasser werfen und sagen, er hat aber gesagt, er würde jetzt mit der Aktuellen Stunde machen. Weshalb, ich glaube, die Aktuelle Stunde auch wesentlich wichtiger ist, weil sie mehr Aufmerksamkeit bekommt. Weshalb, wenn unser Fraktionsvorsitzender auch zu dem Thema reden möchte, die beiden Slots mit Michelle und Lukas besetzt wären. Ich denke, das ist der Vorschlag, der im Raum steht. Also, ich sage da nur kurz was zu. Ich stehe da nur, weil gestern diese in Verbindung mit da noch nicht stand. Gestern ging es noch um diesen Jubelantrag von Rot-Grün. Ja, und der ist wirtschaftslastig. Zur Wirtschaft gibt es im Moment niemanden, der das Thema betreut. Und die Referenten haben vorgeschlagen, dass wir das dann groß aufziehen. Hast du dich gemeldet, Frank? Ich hatte da... Nein? Gut, dann der Grumpy. Ja, zur politischen Ausrichtung. Ich würde jetzt mal fast sagen, wenn es nicht diese Aktuelle Stunde gäbe, gäbe es vielleicht eine Unterrichtung seitens der Landesregierung, Bezug nehmend auf den runden Tisch von vergangenem Freitag. So kommt mir das vor. Es ist eine Huldigung oder Würdigung der Ergebnisse der rot-grünen Landesregierung. Und nichtsdestotrotz ist es genau der Zeitpunkt in dieser Aktuellen Stunde, wo die Subvention für ein ehemaliges Staatsunternehmen, welches ja niemals aus Steuermitteln finanziert wurde, hier dann auch mal wieder schön öffentlich in meinen Augen kritisiert werden können. Jetzt meldet sich Frank. Ja, nur noch mal der Hinweis, dass der Antrag von CDU-FDP der neue Antrag mit dem gleichen Thema ist, der am Tag vorher abgelehnt wird. Ich suche gerade hier den Tagesordnungspunkt, also einfach die Fortsetzung. Nee, genau, wo der Kommunalfinanzagentur zugezogen wurde zu dem anderen CDU-Breitbandantrag, der wird da abgelehnt und das ist jetzt der Nachfolger mit dem gleichen Inhalt, gleichen Thema, leicht abgewandelt, aktuelle Fördersituation, aber prinzipiell das Gleiche. Bitte, Grumpy. Ich will es nur kurz zum Protokoll geben. Es ist die ganze Antragsnummer, die da immer gespielt wird, ist eine Raubkopie von dem Deutschen Städtetag seit 2009 und wird von CDU, FDP immer im Wechsel so halt hier reingebracht und berücksichtigt mehr oder weniger all die Aspekte, wie wir sie mit einspielen würden, gar nicht. Wie gesagt, das ist ein Ding von 2009. Lukas, bist du damit einverstanden? Dann würde der Michel den Aufschlag machen und du bist ja der Experte, der beim runden Tisch dabei war. Und den CDU-Antrag würden wir im Grunde bei den Reden fast weglassen. Von mir aus kann der Lukas gerne als Erster reden, weil er eben dabei war, weil er eben die Informationen hat und sofort schon mal einen Punkt setzen kann. Das macht irgendwie wenig Sinn, wenn man so allgemeines Blabla macht. Auch wenn ich glaube, dass der Linus mit seiner Vorbereitung da sehr gut wäre, aber ich glaube, wenn, dann wäre es halt wichtiger, hinterher nochmal zusammenzufassen, was haben die anderen gesagt und da eventuell nochmal reinzugrätschen. Aber bitte, Lukas. Ja, also ich könnte mir vorstellen, auch den Aufschlag zu machen und halt auch die Kritik daran anzubringen, eigentlich die Fundamentalkritik an dieser Sache. Das ist halt, und da denke ich, können wir eine Position einnehmen, dass wir den anderen einfach versagen vorwerfen, und zwar mit Ankündigung, und das wird unsere Richtung sein, und wenn es uns da gelingt, uns halt entsprechend zu platzieren in der Debatte, dann haben wir einen Erfolg verbucht. Darauf habe ich mich so eingestellt. Ob du dann halt auch nochmal deinen Redeslot dazu nutzen möchtest, um da halt noch irgendwie nachzuhaken oder zu wiederholen oder irgendwie was Individuelles zu machen, das überlasse ich dir halt. Ich würde halt gucken, dass ich das Relevante dazu sage, unsere Position feststecke, und dann kannst du immer noch freestylen, wenn du dann Lust hast, oder halt auch eben nicht.
Nee, finde ich gut, dann machen wir das so rum. Ist völlig gut. Hier fehlt noch eine Zielrichtung. Ich sehe aber die Zielrichtung darunter unter dem anderen Antrag. Das ist ja relativ ähnlich. Ja. Ich habe das gerade mal noch mal so, außer dass der erste ein Jubelantrag ist und der zweite eher so ein... Wir hatten dazu auch zur Erinnerung am Freitag ja bereits eine Pressemitteilung, wo wir auch schon mal Positionen bezogen haben. Ich denke, das können wir auch mehr oder weniger wiederholen. Ne? Nochmal rausbringen. Pressemitteilung recyceln ist immer gut. Das erhöht auch die Chance. Das ist voll grün und nachhaltig, ne? Ja, voll gut, ne? Kann man Papier sparen oder so ähnlich. Gut, dann käme ich jetzt zu Top 2. 20 Jahre UN-Stadt Bonn. Bundesstadt Bonn als zweites bundespolitisches Zentrum sichern oder der Sitz der Vereinten Nationen fortentwickeln. Wir haben dazu schon mal einen Antrag gehabt hier im Landtag. Da haben alle sich total gefreut zu sagen, hey, voll gut, Bonn-Berlin, Bonn muss erhalten bleiben und ja. Bonn ist, genau, in Rheinland-Pfalz. So wie Antwerpen in den Niederlanden ist, ist Bonn in Rheinland-Pfalz. Ja, musste jetzt sein, tut mir leid. Also, Redner, Referent, Redner, Abstimmungsempfehlung, Zielrichtung steht. Drittens, Grundrechteverteidigung, anlasslose Überwachung, Stopp mit Verbindung mit, mehr politische Widersprüchlichkeit geht nicht, ist unser Antrag. Auch da haben wir Referent, wir haben einen Redner, Nico, wir haben Zustimmung als Abstimmungsempfehlung, es gibt eine Zielrichtung. Viertens, Gesetz zur Änderung der Verfassung. Referent, Redner, Abstimmungsempfehlung haben wir. Unsere Zielrichtung, naja, gut, bei unserem eigenen Antrag nicht ganz so wichtig, aber genau, das wäre total super. Ich schreibe da mal ein Fehlt hin. Du darfst auch gerne das sofort eintragen, wenn du magst. Dann lösch es, aber lösch nicht das G von Zielrichtung. Und mach's nicht groß. Und mach's fett. Ah. Okay, Spaß mit Pets. 5. NRW braucht eine Grundbildungsoffensive. Das kann nur von Rot-Grün und uns kommen. Da gibt es Referenten, es gibt Rednerinnen, es gibt Abstimmungsempfehlungen und so weiter. 6. Landesregierung muss umgehend die sechsspurige Erweiterung der Autobahn CDU. Wir haben Referenten, wir haben einen Redner, wir haben eine Abstimmungsempfehlung und wir haben einen Oh Mann, tut das weh. Ja, inzwischen steht da auch eine Zielrichtung. Ich mache mal das andere da weg. So. Jetzt aktuelle Stunde, die 7, ist weggefallen. Neu 7, auch ab jetzt immer nur die Zahlen, die da stehen. Unbürokratische Rückmeldung bei Lehrgängen zum nachträglichen Erwerb von und so weiter. Referentin, Rednerin, Abstimmungsempfehlung, Zielrichtung steht. Möchte Moni was zu sagen? Ich habe noch nie einen Antrag gesehen, bei dem mir so viele Fragezeichen auf der Stirn stehen. Ich weiß überhaupt nicht, was die wollen. Bin dann noch in Gesprächen mit Leuten, die in der Weiterbildung tätig sind, also mit den Trägern. Ist aber nichts Dramatisches, weil es eine Ausschussüberweisung ist. Also im Ernstfall gucke ich, was die anderen sagen. Und ne. Also ich kann das jetzt ausbreiten. Es geht um Berichtspflichten, die ab 2017 sowieso Pflicht sind. Aber da soll man jetzt halt für 2016 für einen Bereich noch eine Sonderregelung finden, bis der Landtag die gefunden hat. Ja, ist 2017. Insofern ist mir das Ganze überhaupt nicht nachvollziehbar. Aber wie gesagt, ich werde da ne, mal gucken. Die FDP befindet sich noch in der Findungsphase. Jut, dann Top 8, erfolgreiche grenzüberschreitende Zusammenarbeit zwischen NRW und Benelux-Staaten fortsetzen. Referentin Tom, Redner ist wohl Lukas, kennt sich mit Benelux aus. Nein, also Redner steht da, Referent steht da, Abstimmungserregung und so weiter. Ich gucke einmal in die Runde, Top 9, Leben retten, Förderung der Ersten Hilfe, Wiederbelebung durch Laien bringt mehr Erfolg. So, Referent haben wir. Redner, ein lustiger Battle gestern in der Referentenrunde zwischen, das macht der Sani und, ja, es geht aber doch um Laien, lass das doch jemand machen, der kein Profi ist. Daniel, Gesundheitspolitik, sucht euch was aus, wer möchte. Also, bei wem sind die Chancen höher wiederzubeleben? Also ich bin halt... Ich habe auch ein bisschen Ausbildung. Also ich habe ja 6 Jahre Katastrophenschutz gemacht. Die kommt natürlich längst nicht an Lukas Ausbildung dran. Ich glaube, was habe ich denn da gemacht? Sanitätshelfer-Ausbildung? Also. Ja, das mit dem Schutz habe ich jetzt abgelegt. Ich mache nur noch Katastrophen. Also gesundheitspolitischer Sprecher bin ich nun mal. Demzufolge würde ich natürlich reden. Nichtsdestotrotz hatte ich natürlich Lukas, ich sag mal zumindest die Gelegenheit dazu eröffnet, zu seinem, in Anführungszeichen, Thema reden zu wollen, also was eben die Vergangenheitsbewältigung angeht.
wir waren uns jetzt nicht abschließend einig oder wir haben zumindest noch keinen Schlussstrich drunter gezogen, glaube ich. Okay, dann werbe ich jetzt mal einfach an dieser Stelle für mich, weswegen ich denke, dass ich besonders herausragend, super toll qualifiziert bin, um dazu zu reden. Denn ich habe das Ganze nicht nur auf professioneller Ebene betrieben, also ich war nicht nur ein Professioneller, sondern ich habe auch einige Jahre lang die Breitenausbildung des Deutschen Roten Kreuzes in Neuss gemacht. Das heißt, ich war der Tuppes, der jeden Samstag morgens da stand und total hochmotivierte Führerscheinkurse zur Ersten Hilfe begleitet hat. Es war ungefähr, hatte was von der Fraktionssitzung hier. Nein, Quatsch. Mit dieser Gummipuppe. Und danach habe ich sie auch sauber gemacht und kenne mich also mit der Thematik, mit der Breitenausbildung ziemlich gut aus und kann dazu bestimmt auch aus meiner Erfahrung einige Punkte anbringen, da was zu sagen. Da habe ich also keine Probleme. Ja, perfekt. Also meine Zustimmung hätte das. Ich denke, das macht Sinn. Und im Ausschuss kann ich ja dann immer noch dazu irgendwas sagen, was Lukas dann alles vergessen hat. Aber der wird nichts vergessen haben. Also sehr schön. Wir machen das mit dem Lobbyantrag hier. Das ist wie mit Simone und der Verfassungsänderung. Muss man halt mal zugucken. Ja, dass du redest und dann geht es in den Hauptausschuss und da bist du gar nicht. Aber ist egal. Wir machen das. Oh ja, kommt uns besuchen, das ist total schön da. Gut. 10. Oh Mann, die Kamera war an, so ein Mist. Ehrenamtliche Jugendarbeit stärken, Kommunenträger sowie Sportvereine und so weiter. Referentin, Redner, Daniel, Abstimmungsempfehlung, Zustimmung. Es fehlt noch eine Zielrichtung. Ja, dazu will ich nur kurz was sagen. Ich hatte eben mit Olaf noch gesprochen. Wir haben jetzt da noch einen Entschließungsantrag zu in Arbeit, der, also, bitte? Ja, genau, sind ja beide. Ne? Also hierzu würden wir einen eigenen Entschließungsantrag noch stellen wollen, der aber vermutlich zur Folge hätte, dass wir dennoch auch dem FDP-Antrag zustimmen wollen würden. Wir würden den nur noch quasi ergänzen wollen. Da steht nichts Verkehrtes drin, deswegen würden wir dem FDP-Antrag, wie gesagt, halt auch zustimmen. Ich bitte euch einfach, und deswegen der Redebeitrag an dieser Stelle, da wird also heute Abend wahrscheinlich irgendwann noch ein Umlaufbeschluss zu einem Entschließungsantrag zu diesem Tagesordnungspunkt kommen, zu dem ich euch dann jetzt schon um freundliche Zustimmung bitten darf. Ansonsten wird das halt ein bisschen knapp, weil Donnerstag ist halt der Tagesordnungspunkt. Und ich darf darum bitten, dass ihr die Zielrichtung noch nachtragt. Toso. Ja, das wär, fände ich ganz wichtig. Kannst du noch einmal kurz zusammenfassen, was dieser Antrag will, nur ganz kurz? Also ich mache das jetzt ganz, ganz grob und plastisch. Die FDP sagt, ich sage mal sinngemäß, wir müssen darüber reden und wir machen einen runden Tisch für Problemfälle, die sich halt damit beschäftigen. Es gibt aber zwischendurch eine weitere Entwicklung, es haben auch Gespräche stattgefunden. Es gibt einen guten Vorschlag vom Landesjugendring, um diese Dinge halt zu bewerkstelligen und für die Vereine praktikabel zu machen. Und diesem Vorschlag haben sich eigentlich, also dem des Landesjugendrings, haben sich im letzten Ausschuss eigentlich alle Fraktionen so angeschlossen. Aber keiner so richtig durchringen können, dazu einen Antrag vielleicht noch schnell formulieren zu wollen. Und das machen wir jetzt einfach. Und dann gucken wir mal, wenn wir das zur Abstimmung stellen, wie die anderen das dann sehen. Okay, zumal der Antrag kommt ja aus dem Ausschuss schon wieder zurück und ist ja irgendwie ein bisschen im Kreis gelaufen hier. Aber ich wiederhole es nochmal, Zielrichtung bitte auch eintragen, damit wir das wissen und nochmal nachlesen können. Top 11, wenn niemand was zu Top 10, nein, gut, alles klar. Top 11, Partnerland Ghana ernst nehmen, der wichtigste Antrag der ganzen Plenarwoche. Entwicklung des Gesundheitssystems unterstützen. Wir haben einen Referenten, wir haben einen Redner, wir haben eine Abstimmungsempfehlung, die da heißt, naja, das werden wir wahrscheinlich, wenn wir uns da enthalten im Ausschuss, aber natürlich stimmen wir der Überweisung zu. Und es gibt eine Zielrichtung. Running Gag im Europaausschuss, okay. So, die Kommunalfinanzagentur Top 13 ist jetzt Mittwoch Top 13. Wir machen weiter bei Neu Top 12. Inklusion, verantwortungsvoll gestalten, Qualität gewährleisten
Unser Antrag geht in den ASW ohne Debatte. Ich gucke Moni an, ob sie dazu was sagen möchte. Nein, möchte sie nicht. Rechtssicherheit für offene WLANs. Empfehlung der Ausschüsse des Bundesrates folgen. Antrag des Abgeordneten Schwert. Das ist eine direkte Abstimmung. Da haben wir einen Referenten, wir haben einen Redner, den Lukas. Wir haben noch keine Abstimmungsempfehlung und keine Zielrichtung. Ich glaube, auch da werden wir gleich drüber reden. Der Lukas nickt. Dann sind wir mit dem Pad am Ende und kommen zurück. Oh, GO-Antrag von Olaf. Ich möchte noch mal was zu der Sache vorhin mit der Schulsozialarbeit bzw. dem BUT sagen. Ich sehe mich derzeit nicht in der Lage, bis morgen einen Änderungsantrag dafür zu machen. Die Mitarbeiterin, die ich angesprochen hatte, hatte gesagt, dass sie nach dem Gespräch gestern sich das nicht ihr Arbeitsbereich sieht, das nicht als ihren Arbeitsbereich sieht. Ich sehe jetzt keinen anderen Mitarbeiter, auf den ich zugreifen kann, dass der mir dort hilft. Ich werde es bis morgen nicht alleine schaffen. Das ist Fakt. Okay, ich kriege gerade ein Kriegen wir hin signalisiert. Was immer das heißen mag, das müssen wir dann gleich genauso klären wie das mit Dietmar. Die Moni hatte sich noch gemeldet. Ganz kurz, ich war gerade noch mal erstaunt wegen dem Partnerland Ghana-Antrag. Also ich habe das schon mehrmals so überlegt, will das jetzt auch nicht weiter kritisieren. Aber ich finde das merkwürdig so, zu dem, was alle anderen machen, dass der Nico als Ausschussvorsitzender diese Reden hält. Wenn ich das richtig sehe, ist doch Joachim unser europapolitischer Sprecher, oder sehe ich das irgendwie falsch? Also nochmal, ich will nicht sagen, das ist das verkehrt. Es ist einfach nur eine Frage, ob ihr das intern so geregelt habt. Joachim, der Nico. Ja, also es ist so, dass von den Bezeichnungen her europapolitischer Sprecher war der Nico von Anfang an. Ich bin ja seit einiger Zeit Sprecher, und zwar Sprecher im Ausschuss. Das heißt, bei europapolitischen Themen teilen wir uns das. Und in der Regel lasse ich dem Nico den Vortritt. So ist das. Also ich habe damit kein Problem, überhaupt nicht. Vor allen Dingen ist das ein Thema, was mir jetzt echt irgendwie nicht an den Socken kitzelt. Echt nicht, ne? Weil deswegen bin ich dem Nico dankbar, dass er dazu redet. Bei TTIP wird man vielleicht Streit kriegen, aber so. Ja, nee, wenn, also wie der Joachim schon sagte, europapolitischer Sprecher nach außen bin ich. Durch die Neubesetzung im Ausschuss ist Joachim der Sprecher im Ausschuss. Und wenn die Fraktion das anders haben will, muss sie darüber abstimmen. Ansonsten rede ich auch zu TTIP, weil ich das Erstzugriffsrecht da bei mir sehe, wenn es um Europa geht. Und wenn nicht, dann nicht. Alle Unwägbarkeiten geklärt. Nein, wenn ihr da euch einig seid, ist das ja, war ja nur eine Nachfrage von Moni. Gut, dann kommen wir jetzt zu... Moment, jetzt mich verwirrt, warum steht hier auf einmal ein Antrag? Entschließungsantrag von Monika Pieper, Lehrkräfte für einen... Ich bin gerade verwirrt. Über den wir verhindern, dann müssen wir den ja noch abstimmen eben. Dann können wir das auf die Weise. Seit die Frage, also ich habe ihn jetzt nicht gelesen, ich hätte genau das Problem wie immer. Ich würde sagen, machst du einen Umlaufbeschluss, bitte. Gut. Dann bitte. Ja, dann wird es jetzt eben im Umlauf. Schreibt das jemand ins Pad und dann bin ich ja schon wieder glücklich. Dann muss ich hier nicht völlig verwirrt denken, warum steht da so ein Antrag plötzlich. Gut, dann sind wir jetzt bei Top 5. Zack, zack. Sonstiges. Wir haben für Sonstiges nichts.
Es sei denn, jemand springt jetzt noch auf und sagt, wir haben unbedingt irgendwas Tolles. Der Joachim hat was. Ich würde gerne nur noch einen Satz sagen. Ich bin jetzt mit der Parlamentariergruppe eine Woche in China gewesen. Erlebnisdichte ungefähr 6 Wochen. Wird also noch ein bisschen dauern, bis das alles verdaut ist. Ich habe aber vor, für Fraktion und Partei das Ganze so ein bisschen zu verbloggen, um euch so eine Einschätzung zu geben. Das ist eigentlich alles, was ich dazu zu sagen habe. Gut. Wenn es sonst nichts mehr gibt, machen wir jetzt eine Pause. Und zwar bis 15:45. Reicht euch das? 13 Minuten? Ach komm, wir machen bis 16:50 für die langsamen Raucher. Und ich ändere hiermit per Ordre de Mufti, dass wir nicht ab 12.30 Uhr den nicht öffentlichen Teil machen, sondern ab 16:50. Das ist 11.50 Uhr. Also 11.50 Uhr wieder hier. Es geht weiter mit dem nicht öffentlichen Teil. Wir verabschieden uns vom Stream. Auf Wiedersehen. Der öffentliche Teil ist dann hiermit beendet.